Glatteis hat sowieso seine Tücken, aber richtig heimtückisch wird das Ganze, wenn Gefällstrecken vereisen. Diese Erfahrung musste jetzt ein Lkw-Fahrer im Landkreis Fulda machen. Mit seinem Sattelschlepper kommt er auf einer stark abschüssigen Straße in Schlingern und kippt um. So war das Ende der Fahrt wohl nicht gedacht. Extrem steil ist die Straße an dieser Stelle im hessischen Abstroda. Und dann ist es auch noch glatt. Und diese Kombination ist zu viel für den Lkw. Er kippt um. Ja, der Lkw ist wahrscheinlich durch die Witterungsverhältnisse, es hat ja gerade geschneit, auf dem Gehöft drüber, auf die seitliche Mauer drauf gefahren und ist umgekippt und ist dann auf die Gegenfahrbahn in die Mauer reingerutscht. Eine enge, steile und vereiste Dorfstraße ist der Sattelzug also runtergefahren. Kaum ein Lkw passt hier wirklich durch. Nicht gerade die optimale Variante, um die 22 Tonnen Holz zum Kunden zu bringen. Aber es ist wohl die kürzeste Strecke und das Navi hatte dem Fahrer diese empfohlen. Das ist ein Lkw aus der Ukraine und die Navis gehen halt hier die Dorfstraßen ab Soda runter. Und wenn ihr eine Adresse drin hat, Wasserkummstraße, dann fahren die oben rein und dann fahren sie halt das Dorf runter. Ist halt schlecht im Winter. Für Einheimische, die wissen Bescheid, aber wenn ich aus der Ukraine komme, ist ab Soda kein Begriff. Stundenlang zieht sich die Bergung hin. Der Fahrer ist zunächst eingeklemmt, kann sich aber selbst befreien, kaum verletzt. Am Lkw aber Totalschaden. Und alles wegen einer ungeeigneten Route. Eines wird der Fahrer wohl gelernt haben. Vertraue niemals blind deinem Navi.